Herzlich willkommen zu diesem Tonwerk-Seminare-Special. Heute möchte ich das Digital Peakmeter Pro von Bluecat Audio vorstellen. Bluecat Audio, eine französische Plug-in-Schmiede, die überwiegend Plugins für den professionellen Audiobereich entwickelt, stellt mit diesem Peakmeter ein umfangreich ausgestattetes Werkzeug zur Verfügung, welches zu diesem Preis so manchen Konkurrenten das Fürchten lehrt. Bluecats Digital Peakmeter Pro gestaltet sich sehr flexibel durch seine anpassbaren Anzeigeparameter. Darüber hinaus verfügt das Plugin über Sidechaining-Kontrollmöglichkeiten dank eines MIDI-Ausgangs und erweiterter Automationsmöglichkeiten. Schauen wir uns zunächst die Peak- und RMS-Anzeigen etwas genauer an. Außen befinden sich die Balken für die maximalen Peak-Werte. Rechts neben der Balkendarstellung befinden sich Clip-Anzeigen, die beim Überschreiten des 0 dB-Werts leuchten. Mit einem Klick auf die Leuchten können diese resettet werden. Innenliegend werden die RMS-Werte dargestellt. Rechts daneben werden die Werte in Zahlenform für jeden Balken angegeben. Es stehen der absolute Maximum und der Durchschnittswert zur Verfügung. Mit einem Klick auf einen Zahlenwert kann dieser zurückgesetzt werden. Im Bereich zwischen den Zahlenangaben ist ein Auswahlfeld, wo 5 verschiedene Skalentypen zur Auswahl stehen. Unter anderem die des sehr beliebten Bobcats K-Systems. Im Default Skin befinden sich unterhalb der Balkendarstellung Kontrollelemente, über die das Verhalten der Anzeigen und der Ausgangshüllkurven eingestellt werden kann. Für die Balkendarstellung der Peaks stehen die Attack-, Hold- und Release-Zeit zum Einstellen zur Verfügung. Für den RMS-Durchschnittswert kann die Dauer der Berechnung festgelegt werden. Die Peak-Hold-Anzeige kann bezüglich ihrer Länge und der Rücksetzgeschwindigkeit eingestellt werden. Über den Links-Rechts- bzw. Mitte-Seite-Schalter kann das Pegelverhältnis zwischen linkem und rechten und Mitten- und Seitenkanal überwacht werden. Für die Ausgangshüllkurven kann das Verhältnis der Peak- und RMS-Level bestimmt werden. Die Peak-Werte werden hier als rote und die RMS-Werte als gelb-orange Linie dargestellt. Der aktivierte Reverse-Schalter invertiert die transformierte Kurve für die Ausgangspeaks. Über den Amount-Regler lässt sich der prozentuale Anteil der transformierten Kurve an der Peak-Hüllkurve einstellen. Mit dem Offset-Regler lässt sich der Versatz der transformierten Kurve regeln. Anhand der grafischen Anzeigen lässt sich die Entwicklung der Audiosignale über einen bestimmten Zeitraum verfolgen. Die Peak- und RMS-Hüllkurven können miteinander kombiniert, umgekehrt, verändert und als Automationskurven aufgezeichnet werden. Als MIDI-Signale können Zeitsteuerungsbefehle an andere Effekte in Echtzeit verschickt werden. Die Möglichkeiten des Digital Peakmeter Pro sind mannigfaltig, von Voice-Over und Ducking zur Sidechain-Kompression, Spurüberwachung oder dynamischem Stereo-Enhancement. Externe MIDI-Hardware, wie Synthesizer, MIDI-Effekte, Video-Effekte oder Beleuchtungssysteme, kann mit dem Audiosignal gesteuert werden. Über den MIDI-Settings-Dialog erhält man Zugriff auf die MIDI-Parameter. Der Opacity-Regler ermöglicht, die Deckkraft der grafischen Oberfläche des Plugins von volldeckend bis hin zu transparent einzustellen. Ein Bypass-Schalter schaltet das Plugin in den Standby-Modus. Bearbeitungsschritte lassen sich über Undo Redo zurückverfolgen. Für unterschiedliche Anwendungszwecke lassen sich unterschiedliche Skins laden. Zu guter Letzt
lassen sich sämtliche Einstellungen als Preset abspeichern und wieder aufrufen. Weitere Informationen zu diesem und anderen Plugins auch anderer Hersteller findet ihr auf der Tonwerk-Seminare-Website. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für dieses Tonwerk-Seminare-Special genommen habt.